Vision. Endlich wieder Austausch. Hoffnung. Solidarität und Visibilität. Vielfältigkeit. Also Kulturgesichter, das ist eigentlich die Idee, kommt ja von Deutschland her. Also die deutschen Kollegen, die haben ja das bereits in Deutschland gemacht. Und der Dani dann sagte, ey, das finde ich voll cool, kannst du mich auch mal so fotografieren? Und dann habe ich das gemacht, habe das so bearbeitet, wie die das in Deutschland machen. Und dann hat er das hochgeladen bei Facebook und da kamen ganz viele Resonanzen hier aus der Umgebung, aus dem Wallis. Und so haben wir das nachher auch mit Kulturgesichtern angenommen auf die Schweiz. Ich hatte eigentlich gerne den Wunsch oder hatte den Wunsch, eigentlich die Kultur einfach auch ein bisschen zu hinterfragen, vielleicht auch was mitzunehmen, was kann man für die Zukunft ändern, und hatte mir sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht gehabt. Und dann hatte mich der Daniel Borte angerufen gehabt, der wollte gerne eine Aktion machen. Und so ist, glaube ich, das Ganze ins Rollen gekommen. Kulturgesichter ist ein Projekt, das natürlich sehr viel Enthusiasmus braucht, wo Solidarität braucht mit der Kulturbranche. Ist das für mich natürlich eine Herzensangelegenheit. Ich bin durch den Karim Habli dazu gekommen, der mich gefragt hat, ob ich da die Jahre mitschaffe. Und natürlich sofort spontan zugesagt, weil es ein Projekt ist, das mir wirklich am Herzen liegt. Karim Habli hat mich angefragt, ob ich in diesem Projekt mitarbeiten wollte. Er hat zusammen mit Dani Borte die Idee in Deutschland gesehen und das in die Schweiz geholt. Und hat dann gefragt, sie brauchen noch Unterstützung für das Projekt hier aufzugleisen. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Oder wenn du sagst, das ist so eher so deine Seite, wo du... Voll machen wir noch. Aber gibt es jetzt noch effektiv? So wie der Karin, der Style. Ja, was ich am meisten vermisse, ist sicher das Musizieren. Und das gemeinsame Proben mit allen Leuten zusammen und sich zu treffen. Die Lesungen, weil das immer einen guten Kontakt gibt zum Publikum. Am Abend ausgehen, Leute zu treffen, blöd schnurren und es lustig haben miteinander. Der kreative Austausch mit anderen Leuten. Die Feste, das Kino, alle kulturellen Anlässe, wo ich gemerkt habe, es ist einfach ein Loch. Es ist das Inspirierende, die Anregungen, die Kultur einem gibt, einem vermittelt. Mir hat das Leben gefallen, in diesen Kulturhäusern, in den Konzertsälen, die fröhlichen Gesichter von denen, die auf der Bühne etwas zeigen dürfen. Dass man zusammen Kultur erleben kann, zusammen Kultur machen kann. Ich habe Konfetti vermisst. Ich habe strahlende Kindergesichter und solche etwas grösseren Kinder vermisst. Was machen wir mit dem Brillant mit Annelore Samen? Alles geht. Mein Wunsch ist, dass das bald merklich wieder normalisiert wird, dass wieder Berg aufgeht. Dass wir wieder zusammen Musik machen können, dass es wieder Feste gibt. Und eigentlich der größte Wunsch ist, dass die jungen Leute, die Kinder, bei der Stange bleiben. Ich wünsche einfach World Peace, weißt? Ich habe das Gefühl, jetzt sind alle negativ, am Umstressen und am
Probleme suchen. Und dass die Kultur möglichst schnell sich wird erholen und schnell wieder da ist. Und dass wir aber auch nicht vergessen, die Traditionen weiterzubehalten. Nicht, dass wir alles auf den Kopf stellen und alles neu erfinden, sondern auch das Alltag erholen und das behalten. Die Versuche, das, was ein bisschen gefunden hat während der Pandemie, nämlich der Zusammenhalt, Zusammenarbeiten, zusammen etwas Neues versuchen zu machen, trotz grosser Hindernisse, dass die Energie bleibt. Dass wir ohne Einschränkungen wieder unser Programm können durchführen können, dass wir wieder die Leute können glücklich machen können und dass die Leute auch wieder kommen, so wie es vorher war. Ich erhoffe mir, dass ein neuer Ruck durch die Kulturlandschaft geht, dass wir vielleicht als Kulturschaffende auch neue Formen jetzt werden wir es probieren. Die ganzen Sachen, die man sich überlegt hat und schon daran geschafft hat, viel Herzblut investiert hat, endlich zum Abschluss bringen und einfach wirklich wieder vor dem Publikum stehen und den Applaus enden, der ja viel wichtiger ist als alles andere. Mein Wunsch wäre, dass wir gut zusammenarbeiten, dass wir nicht parallel laufen und dass wir jedem seinen Platz geben, den er jetzt halt nicht hätte bespielen können. Dass wir alle zusammen nach der Corona-Zeit können durchstarten und einen Haufen Frieden wieder miteinander haben. Also vom Aufwand her, wir hätten nie gedacht, dass es so viel Aufwand gibt in dem Sinn. Aber es war schlussendlich auch kein grosser Aufwand, weil wir einfach das mit Freude machen und mit Freude gemacht haben bis jetzt. Und ich glaube, das also, ja, ist eine ganz gute Sache geworden. Ich glaube, wir waren sehr naiv. Wir haben gedacht, ja, jetzt machen wir eine Fotoaktion, jetzt holen wir noch ein paar, trommeln wir noch ein paar Leute zusammen und dann legen wir einfach los. Und einerseits war natürlich diese Naivität sehr schön. Wir sind einfach offen mit unseren Ideen und haben gesagt, wir versuchen es einfach umzusetzen. Und wir sind natürlich total happy, dass es so gekommen ist, wie es jetzt ist. Also für mich persönlich hat sich das gar nicht so, also ich glaube, die meiste Arbeit kommt jetzt in der Nachbearbeitung, aber ich bin so ein bisschen auch der Einstellung, wenn sich meine Arbeit nicht wie Arbeit anfühlt, dann ist das auch, habe ich da irgendwas richtig gemacht. Ich bin auch nur wie so in so einer Bubble eigentlich, ich kann das noch gar nicht wahrhaben, dass wir das alles so realisiert haben. Also es ist so gewesen, dass man natürlich Sponsorgeld momentan schwierig bekommt, weil nicht viele Firmen momentan auch wirklich wollen in die Kulturbranche oder können in die Kulturbranche investieren. Wir haben dennoch zwei Firmen gefunden, die gesagt haben, wir finden die Idee cool, dass man aber auch in einer stillen Phase der Kulturbranche einen gewissen Rückhalt gibt. Betreffend Medienpartnerschaft war es ein bisschen schwieriger gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass Medien, die ja auch recht abhängig sind, von der Kulturbranche, die haben jetzt auch keine Inserate oder machen keine Werbespots und so weiter und so fort. Also auch hier in der Medienbranche geht viel Geld verloren. Von dem habe ich das Gefühl gehabt, die Medienbranche hockt ein bisschen im gleichen Boot. Und es ist dann nicht bei allen Medien gleich angekommen. Umso erfreulicher ist, dass Kanal 9 sofort entschieden hat, wir unterstützen das Projekt, weil wir sind ein Teil von der Kulturbranche und wir gehen mit dem Kulturgesicht, gehen wir jetzt online. Wir haben von Anfang an eigentlich offene Türen eingerannt. Also egal, wo wir angeklopft haben, sei es bei den Institutionen, wo wir gefragt haben, ob wir Shootings machen können, sei es bei den ganzen Künstlerinnen und Künstlern, die wir angeschrieben haben. Wir sind überall eigentlich auf grosses Interesse gestossen. Und das hat der ganze organisatorische Aufwand, wo durch uns ein nicht kleiner Aufwand ist, aber hat das Ganze wie viel, viel flüssiger und spannender zum Arbeiten gemacht. Thank you.